Diese Französin mit blauen Haaren besetzt seit über einem Jahr den öffentlichen Raum. Sie klebte als erste ausdrucksstarke Botschaften an die Mauern ihrer Stadt, um Frauenmorde durch Ehemänner oder Ex-Partner anzuprangern, und nennt sie Antifeminizid-Collagen. Gleich in der ersten Woche haben sich viele Frauen bei mir gemeldet, aus großen Städten und auch Dörfern. Sie haben ohne zu fragen ihre eigenen Aktionen gestartet. Das finde ich toll. Sie glauben, solche Collagen hat es noch nie gegeben? Nicht doch. Diese feministische Protestbewegung hat eine lange Tradition. Ich heiße Marguerite Stern, bin 29 Jahre alt und feministische Aktivistin. Ich will Ideen ausdrücken und vor allem will ich gegen Frauenmorde kämpfen. Diese Form habe ich bewusst gewählt. Es sind Botschaften im öffentlichen Raum. Sie sind groß und wirkungsvoll. Schwarze Buchstaben auf weißem Hintergrund. Das hat etwas Klares und Rohes. Roh und handgefertigt. Halb Street Art, halb politisches Plakat. Die Botschaften klagen 150 Frauenmorde im Jahr 2019 an, aber auch Vergewaltigungen, den alltäglichen Sexismus, Chancenungleichheit. Und das mit einfachen Mitteln. Acrylfarbe und DIN A4-Blätter, also einfache Materialien, mit denen jeder arbeiten kann und die man meistens auch schnell zur Hand oder zu Hause hat. Die Plakate müssen zügig geklebt werden, damit die Polizei nicht dazwischenfunkt. Denn wildes Plakatieren ist verboten. Und im öffentlichen Raum als Frau präsent zu bleiben, ist auch nicht selbstverständlich. Die Plakate verschwinden sehr schnell wieder. Sie werden von Männern abgerissen. Das ist so etwas wie ein Nationalsport geworden. Das ist ein Skandal. Entschuldigung, wir drehen hier. Skandalös. Willst du trotzdem weitermachen? Ich werde weitermachen. Gerade weil es solche Reaktionen gibt. Das lesen auch Kinder. Er lenkt mich ab. Ignoriere ihn einfach. Die Männer glauben, die Straße gehöre ihnen. Es ist immer das Gleiche. Kritische Kommentare kommen zu 90% von Männern. Dachten wir uns. Und da soll man ruhig bleiben. In diesem Land sterben Frauen. Und dann kommen Idioten wie du und regen sich auf, weil wir die Wände beschmutzen. Das ist deine einzige Sorge, was? Gut gekontert. Seine Meinung zur Schau zu stellen gilt als regelwidrig. Vor allem für Frauen. Auch heute noch. Und schon bei Olympe de Gouges. Einige sehen sie als Großmutter oder Ur-Ur-Urgroßmutter der heutigen Kleberinnen. 1792 veröffentlichte die Feministin und Autorin der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin in Paris ihre Botschaft zur Rettung eines Mannes. König Ludwig XVI. Stand kurz nach der Revolution vor Gericht. Damit ging Olympe ein großes Risiko ein und wurde schließlich auch von der Guillotine enthauptet. Die Suffragetten hatten mehr Glück. Sie kämpften weltweit für das Wahlrecht der Frauen. Mit großen Tafeln, die an die heutigen Collagen erinnern. In den 70ern konzentriert sich der Kampf der Feministinnen auf Verhütung und Abtreibung. Die meisten Plakate jener Zeit befinden sich heute in der Pariser Bibliothek Marguerite Durand, wo die Historikerin Bibiane Pavard viel Zeit verbracht hat. Sie kennt sich aus mit der Geschichte der französischen Frauenbewegung. Dieses Plakat ist interessant, denn es verkündet eine klare Botschaft. Frauen sollen selbst entscheiden können, ob sie abtreiben wollen und ob oder wann sie Kinder bekommen wollen. Sie müssen sich von der Last befreien, die hier von der Medizin, der Kirche, der Justiz und dem Kapitalismus veranschaulicht wird. Dieses Plakat ist einfach super. Stimmt. Und es wird noch besser. Zur gleichen Zeit haben englische Frauenrechtlerinnen sogar eine eigene Druckerei gegründet, um ihre Plakate selbst herzustellen. Und das bis 1990. Die Sea Red Women Workshop haben wirklich rot gesehen. Sie waren antikapitalistisch und marxistisch eingestellt und riefen zum Aufstand und zur Selbstverteidigung der Frauen auf. Mit viel Humor. Hinter jeder weiblichen Kurve verbirgt sich auch ein Muskel, mit dem man sich gegen Angriffe wehren kann. Hier wird also ganz offensichtlich auch die Gewalt gegen Frauen angeprangert. Gut, also 30 Jahre später brauchen wir immer noch Plakate. Aber mit denen kommen wir nicht nochmal an, oder? Es hat sich schon etwas geändert. Die Ideen von damals wurden fortgesetzt und erneuert.
Die feministischen und marxistischen Themen wurden nach 1989 aktualisiert. Heute geht es auch um Themen wie Umweltschutz und Rassismus. Die Forderungen aus den 70ern wurden fortgeführt und an die neuen Gegebenheiten angepasst. Je ne pense qu'à la vie.